Mist. Runter wieder. Runter, 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 runter. Der ganze Schmutz macht den ohnehin nicht besonders einladenden Boden noch gefährlicher. Der ganze Schmutz macht den ohnehin nicht besonders einladenden Boden noch gefährlicher. Solange es dort so rutschig ist, werde ich nicht runterklettern. Es ist sowieso der reine Wahnsinn. Ein Reinigungslappen. Benutze Lappen mit. Ah, ich mache mal Linksklick anstatt Rechtsklick. Gute Idee, aber das Tuch ist noch nicht nass. Ah, okay, klar. Der will erstmal den Vogelmist natürlich wegkriegen, weil er sonst nicht runter kann. Und jetzt tunken wir es in Wasser. Und jetzt gehen wir wieder runter, 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 runter. Mit dem nassen Tuch. Ja, wo bist du? Da bist du. Und wir gehen ein bisschen putzen. Verdienen auch 1 Euro in der Stunde. Jetzt hast du ihn sauber gemacht. Schön für dich. So, kommen wir jetzt hier dran? Ich glaube es nicht. Ah, blödes Mistviech. Sagte ich schon, dass ich ein gewisses Problem mit Höhen habe? Da werde ich doch nicht da vorne rumklettern. Zumindest solange das Biest dort hockt. Vielleicht kann ich es aber irgendwie verscheuchen. Vielleicht. Vielleicht kannst du das. Der ganze Schmutz macht den ohnehin nicht besonders einladenden Boden noch gefährlicher. Ja, 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 hast du recht. Ein Sandsack. Betrachten wir den Darf Sandsack. Darf auf keinem Turm fehlen. Oh, aber wir können ihn mitnehmen. Diese Schilder, die könnten vielleicht nützlich sein. Andererseits, dafür müsste ich dort herumklettern. Ich bin doch nicht verrückt. Und sonst gibt es hier nichts, oder wie? Ah, da unten sind sie immer noch. Ja, 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 oh. So, wir haben jetzt einen Sandsack, aber was können wir mit einem Sandsack anfangen? Also auch nicht viel. Darf auf keinem Turm fehlen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hoch. Kommen wir irgendwie da hoch? Wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht können wir ja von oben. Oh, Einstellungen. Auflösung, Vollbildeffekte, hoch, Detailgrad, hoch. Und jetzt kann gleich sein, dass mir. Ach, wir lassen es mal. Mittel. Hey, wir lassen es einfach mal. Nachher ist alles vorbei. Das wäre uncool. Gut, Leute, kommen wir nach da hinten? Ja, aber sonst ist doch da gar nichts. Der ganze Schmutz macht den ohnehin nicht besonders einladenden Boden noch gefährlicher. Ja, 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 hast du gesagt. Diese Schilder stehen hier nicht zum Spaß. Diese Schilder stehen hier nicht zum Spaß. Farbeimer? Komm schon, ich wollte schon immer blau und rot haben. Fängt ja gut an, das Spiel, hä? In Sachen Rätseln. Und so. Darf auf keinem Turm fehlen. So, was haben wir denn eigentlich nach oben, was wir benutzen können? Was sollen Darf wir Sand, auf keinem Turm Sand in Wasser machen? Bringt also keinem etwas. Okay, also jetzt bin ich echt am Ende. Der Vogel muss weg.
Jetzt bin ich mit meinem Latein schon am Ende, Leute. Also wir haben einen benutze Darf auf Sansa. keinem Turm fehlen. Aber mit was? Ha! Cool. Aha, schlau. Ich bin schon gut, ne? Ich hab's Hey, einfach nicht jetzt kann ich gemacht. zu meinem Messer. Ja, wenn's es nicht, wenn's es, jawohl, wenn's noch da ist. Cool. Geil gemacht. So, jetzt haben wir das Messer. Bringt uns Gut, dass überhaupt ich es irgendwas? wieder habe. Ohne das Messer bin ich nur ein halber Jack. Ja, Jack. Achso, du bist also Jack. So. Jetzt ist nur die Frage: Können wir uns den stellen? Können wir damit die Tür aufmachen? Können wir damit die Tür aufmachen? Können wir hier runter? Können wir wieder hier Es runter? werden wohl ein paar Reparaturen am Big Ben durchgeführt. Ach so, Big Ben, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. La la li la la la. Die Tür ist verschlossen. Benutze Messer mit Dachboden. Oh, immer Das rechtsklick. scheint nicht zu funktionieren. Ja, toll, du bist ein Dummbeutel. Sollte aber Diese funktionieren. ein Eimer. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Hopsala und hopsadi und hopsala, la la la. Oh je. Kann man ja eigentlich speichern? Nur mal so just for fun. Speichern. Okay. Let. Ach so. Name kann man also nicht eingeben. Ja, geht halt auch. Warum nicht? Jetzt ist der noch da. Jetzt kann ich mit. Kann ich jetzt mit dem? Benutze Messer mit Ich denke nicht, Hinweisschild. dass das funktionieren wird. Benutze Messer mit. Scheiße. Och, komm, lauf doch. Ich weiß, nach einer Zeit komme ich immer drauf, aber werde ich heute drauf kommen? Das wird Benutze nicht Messer. funktionieren. Ich besitze das Messer seit meiner Kindheit. Seltsamerweise ist da auch noch so eine Art Schlüssel dran. Aha. Aha, ist es ein Schlüssel dran? Dann wird es dir für irgendetwas wohl. Also es wird irgendwo reinpassen, der Schlüssel. Davon gehe ich eigentlich aus. Wenn du einen Schlüssel hast. Natürlich. Das ist doch klar. Wir gehen jetzt nochmal hier drauf. Es werden wohl ein paar Reparaturen am Big Ben durchgeführt. An Was diesem wird. Seil hängt das Gegengewicht, das die Gondel stabilisiert. Ich Ja. besitze das Messer seit meiner Kindheit. Seltsamerweise ist da auch noch so eine Art Schlüssel dran. Und? Geht das? Nee, da kommst du nicht mal ran, Junge. Es wäre nicht ratsam, dieses Seil durchzuschneiden. Ah, nicht dieses Seil. Mit Sicherheitsleine vielleicht? Oh. Game over? Ups. Ja, das war jetzt nicht angebracht. Das war sowas von überhaupt gar. Oder war es angebracht?
Wer weiß? Ich glaube, das war Eric, richtig. Lawrence, Leinen los. Der Ganovenboss will seine Schulden zurück. Jack, vielleicht solltest du etwas zurückhaltender sein. Wir haben Besuch. Joe Little von der königlichen... Ja, klar, von der königlichen Hafenpolizei. Jack, nein, er ist... Lass mich nur machen. Ich weiß, wie man mit diesen Kerlen umspringen muss. Jetzt muss ich erst was trinken. Hör mal, Little Joe. Joe Little! Nur weil wir hier ein paar Tage liegen, ohne zu zahlen. Und nur weil wir unsere Güter nachts und ohne Anmeldung entladen haben, ist das doch noch kein Grund, sich hier so aufzuspielen. Wir haben größere Probleme und wenig Zeit. Also, wie viel willst du? 2 Pfund? 3? Jungs, vielleicht könnt ihr kurz zusammenlegen? Jack, er ist... Joseph Little vom königlichen Geheimdienst. Oh. Eigentlich hatte ich einen lukrativen Auftrag für Sie, aber das muss ich mir wohl noch einmal gut überlegen. Auftrag? Lukrativ? Sir, ich hörte, Sie sind der schnellste Kapitän auf der London-Indien-Route. Klar, natürlich, das bin ich. Auch wenn Sie des Öfteren Ihre Ladung verlieren. Aber dafür bin ich schnell. Und darum geht es uns. Die Queen möchte einen ihrer besten Agenten auf eine Insel im Indischen Ozean bringen. Für den Transport gibt es 10.000 Pfund Sterling. 10.000? Wow. Wie genau heißt die Insel, auf die ihr Agent gebracht werden soll? Sie heißt Tooth Island. Kaum jemand kennt die Position der Insel. Und noch weniger sind dort willkommen. Komisch. Der Name kommt mir seltsam vertraut vor. Naja, auf jeden Fall müssen wir aus London verschwinden. Jack, sei kein Dummkopf. Du hast Schulden bei diesem Halsabschneider. Bleib lieber hier und klär das. Wir können nicht ewig davonlaufen. Genau. Löse zuerst deine Probleme in London. Die Kerle werden uns nicht einfach in Ruhe lassen. Ach was. Je weiter wir von unseren Problemen weg sind, desto besser. Also, wo ist dieser Agent, den wir an Bord nehmen sollen? Sie würden ihn nicht hier an Bord nehmen, sondern auf halber Strecke in Südafrika. Gut, wir akzeptieren. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Mann. Na ja, also ehrlich gesagt... Er ist bei uns in besten Händen. Leinen los, Matrosen. Aber das Rahsegel ist doch noch gar nicht geflickt. Machen wir unterwegs. Oh Mann, das kostet mich sicher meinen Job. Ja, interessant. Also ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Wir müssen jetzt einfach erstmal nach Südafrika einen abholen und dann geht's weiter. Ratte ist entwischt. Wo er bloß hinfährt. Schau mal. Er hat Spuren hinterlassen. Spuren? Spuren wohin? Nach Kapstadt. Dun, 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 dun. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel. Auch diese super Grafik und die Atmosphäre. Oh, Kapitel 2. Die Reise. So, wo sind wir jetzt? In Mexiko, oder? Kapstadt. Nein. Kapstadt. Was für ein Höllenritt. Es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn mir nicht das morsche Vor Untermaß Ra auf den Kopf gefallen wäre. Und auch das wäre weniger schlimm gewesen, wenn wir ordnungsgemäß eine Erste-Hilfe-Truhe an Bord gehabt hätten. Naja, ein bisschen wehleidig bist du ja schon, Lawrence. Wehleidig? Wenn das wenigstens mit der Bezahlung wettgemacht würde. Lawrence hat recht. Solange du uns schon nicht bezahlst, wollen wir wenigstens einen angemessenen Landurlaub. Landurlaub? Wir nehmen jetzt diesen Agenten an Bord und dann geht's auch schon weiter. Nee, Captain, unsere Forderung ist klar. Ein wenig Landurlaub muss drin sein. Na gut, aber nicht lange. Und du musst uns etwas zu trinken organisieren. Genau, wir wollen uns richtig amüsieren. Es wäre echt das Mindeste, dass du uns für unsere Mühen eine Flasche Rum besorgst. Okay, dann gehen wir erstmal eine Runde Alkohol suchen und besaufen uns erstmal richtig. Gut. Ablegen. Gehe zu. So, reden wir mal mit diesem Mann.